Welcome, Survivor. Enjoy the view. Willkommen in einem Land vor unserer Zeit, in welcher sich stets die Aufmerksamkeit jedes Lebewesens um das uralte Motto Fressen und gefressen werden dreht. Wer hier Schwäche zeigt, dem wird der Tod garantiert. In dieser Geschichte kämpfen drei tapfere Brüder um das Überleben und um die Vorherrschaft über eine Vielzahl an erbarmungslosen Kreaturen in einer Welt, die keine Gnade zeigt. Welcome back zu einer neuen abenteuerlichen Folge Ark Genesis Teil 2. Ja, Leute, wir fangen jetzt heute mal anders an. Wir haben ja in der letzten Folge, habe ich ja dieses wunderbare Konstrukt erbaut. Und wir haben uns weiterhin drum gekümmert, dass das Ding fertig wird. Und dementsprechend gibt es zu aller MTV Grips so eine kleine Führung, was wir jetzt gemacht haben. Also das war ja hier unsere alte Base, ne? Die ist jetzt umfunktioniert worden in einen dreiteiligen Taming-Käfig. Ja, wie man sehen kann, ist ziemlich praktisch. Und jetzt drehen wir uns einmal um und gucken uns das neue Konstrukt unserer Base an. Beziehungsweise, also wir haben ja uns jetzt darum gekümmert, dass wir das Ganze einfärben, einrichten, schön machen, ja, das ganze Pipapo halt, ne? Und ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben es in einem, ja, blau, also in einem schwarz, blau Ton gehalten und hier oben auf dem Dach ist so ein bisschen Gold mit drin. Also wenn man jetzt hier mal komplett hochfliegt, kann man sehen, wie unsere Base jetzt momentan aussieht. Ne? Und wir finden es schon ziemlich nice. Vor allem auch mit dem Blau, das kommt richtig geil raus. Ne? War eine Heidenarbeit, das alles einzufärben. Aber das Resultat zählt, Leute. Und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ja, wie fange ich jetzt mit der Tour eigentlich mal am besten an? Ich fange jetzt einfach mal hier oben auf dem Dach an. Ziemlich untypisch. Denn normalerweise geht man eigentlich vorne herein. Aber wir haben die Base ein bisschen anders aufgebaut. Also hier kann man nochmal so ein kleines Konstrukt sehen, was Kenny noch gebaut hatte. Hier so einen kleinen Garten, ist noch nicht fertig, wird noch schön umrandet, damit das auch nice aussieht und nicht einfach so irgendwie so plump dahin schwebt. Ne? Hat er eine ewig lange Wasserleitung gelegt, bis irgendwo da oben, keine Ahnung, zu irgendeinem Fluss. Warum auch immer. Ich glaube, er braucht Zitronen. Jeder Mensch braucht Zitronen. Und er braucht sie irgendwie zum Tamen von irgendeinem Tier. Und ja, deswegen hier jetzt der Garten. So das Dach. Ja, unspektakulär, ne? Habt ihr im Grunde in der letzten Folge gesehen, wie es ausgesehen hat. So, jetzt betreten wir mal die Base, würde ich sagen. So, hier mit unseren automatisch aufgehenden Türen. Und so sieht unsere Base jetzt von innen aus. Richtig fett, mit Muster im Boden. Richtig nice. So, alles hier richtig schön strukturiert angebracht. Hier auf der linken Seite haben wir unsere ganzen Öfen, wo wir richtig schön durchheizen können. Hier haben wir unsere ganzen Bauutensilien oder Bautische, ne, mit denen wir bauen können. Ja, genau. Ich wollte gerade fragen, was macht denn hier noch eine Smithy? Aber das ist auch irgend so ein Bauding. Wir sind jetzt alle hier bis Bauen. Hier haben wir unseren Alpha-Wolf, der schon wieder irgendwie gegen die Chemie-Bench einfach blöd rumläuft, weil er auf Wandering ist. Haben wir extra zwei Haushunde geholt, die dürfen ja auch frei rumlaufen. Genau. Weiß ja gar nicht, ob ihr die Nanny schon kennt. Nanny ist, glaube ich, auch relativ neu. Nanny, natürlich deswegen für unsere Zucht, ne, kümmert sich Nanny hier um die ganzen Tiere. So, jetzt hier der Kern. Unsere Base, ne? Tackle-Replikator darf nicht fehlen. Hier haben wir dann so unsere erste Nische mit Smithy, Upgrade Station, Workbench.
Fabricator, Generator, Alligator, ist alles dabei hier. Und auf der anderen Seite haben wir es dann eher so eingerichtet, dass wir sagen, yo, hier machen wir so ein bisschen Küchenabteilung. Naja, aus der Küchenabteilung ist auch irgendwie so ein Mix geworden, keine Ahnung. Hier kannst du irgendwie Rüstung anbringen an diesen Mannequin. Ist auch irgendeine Mod. Hightech Smithy, das war glaube ich irgendwelche Aufsätze für Waffen oder so. Kühlschrank, Spoiling Bin, auch immer ganz wichtig. Generator, damit hier der Polymer-Transmuter läuft. Damit können wir organisches Polymer in normales Polymer umwandeln, 1 zu 1. Und hier haben wir für Kenny das wichtigste Objekt, den Ei-Inkubator. Damit wird irgendwie die Zucht betrieben, damit kenne ich mich aber nicht aus, denn das ist ja Mama Kennys Job, ne? Genau, so sieht das jetzt aus hier drin. Ne? So kann man sich auch schön sehen lassen, ne? Jetzt checken wir mal schnell. Ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, dass wir die Treppenaufgänge, dass wir die dekorieren mit irgendwelchen Tieren, die wir unnütz finden, die wir nicht brauchen. Und in der letzten Folge habt ihr da schon zwei gesehen. Und zwar waren das hier diese zwei Schildkröten. Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Ne? Die haben wir jetzt hier eingekesselt als Dekoration. Ich weiß, es ist Tierquälerei und so, ne, sie so einzusperren, aber es ist ja nur ein Computerspiel, ne? Ich liebe ja Tiere über alles, also no panic und so, ne, alles cool. Aber ich fand es eigentlich ganz witzig, also hier die Tiere mit einzubauen. Genau, ich zeige euch jetzt anhand der anderen Seiten, was wir für das Treppenhaus dann noch so vorhaben. Wir haben auf der anderen Seite ja auch noch das Treppenhaus. Aus dem Weg, Alpha! So, hier müssen wir auch nochmal ein bisschen umbauen und so. Das sind jetzt unsere einzigen zwei Schränke, die wir haben. Das müssen wir alles nochmal ein bisschen noch schöner machen und so. Noch ein bisschen provisorisch, was das angeht. So, hier haben wir noch so einen Borsti, ne? Der darf hier auch drin frei rumlaufen. Unsere Heilsau sozusagen. So, hier haben wir einmal Hodor und einmal am Blue Double D Double Die. Ja, Kenny ist da immer, was Namen angeht, sehr einfallsreich, muss ich schon sagen. Genau, hier die zwei Schildkröten. Und wenn wir jetzt hier hochgehen, das Treppenhaus, so war der Plan, also hier haben wir es jetzt auch schon umgesetzt, haben wir jetzt hier drei Dilos reingeschmissen, die eigentlich auch echt nice aussehen von der Färbung und so. Aber durch die Glaswand kann man das jetzt gar nicht so cool sehen. Aber ich finde es eigentlich ganz nice, wenn man hier so hochkommt. Man hat hier so seinen kleinen Zoo noch mit drin, ne? Hier haben wir einmal einen Strolch mit drin. Unser ehemaliger Haushund, genau, den habe ich jetzt erstmal hier rein verbannt. Weil wir erstmal noch irgendwelche anderen unnützen Tiere brauchen. Hier haben wir einen richtig schönen Tech-Raptor mit eingesperrt. Der fühlt sich ja auch richtig wohl auf 1 Quadratmeter Fläche. Ja, es ist wie bei mir in München, ne? Also mit den Wohnungen, ne? Und auch so ungefähr auf 2-3 Quadratmeter Fläche. So, hier haben wir auch nochmal einen Tech Raptor. Blau-schwarz, glaube ich, ist der. Blau-schwarz-gold. Passt eigentlich gut zu unserer Base. Auch nochmal schön reingeklatscht. Und dann kommen wir hier rüber dann im Grunde wieder aufs Dach. Was jetzt nicht so spektakulär ist. Was ist eigentlich meine Eule? Ach, hier steht meine Eule. Okay. So, Eule passt hier auf, ne? Der Wächter. So, dann haben wir das hier auch mal gesehen. Ich finde das halt schon geil mit diesen Gläsern, die dann so bläulich sind. Vorher waren sie einfach nur durchsichtig weiß. Ja, allgemein taugt mir die Base. Bis jetzt hier auf die Reling zum Beispiel. Konnten wir nicht einfärben. Warum auch immer, haben wir jetzt einfach gelassen. So, dann einmal wieder zurück zum Main Place. Ach hier, Kenny hat übrigens, by the way, noch hier so eine Nala getamed. Sieht auch voll schön aus. Warum auch immer, mir war ein bisschen langweilig, glaube ich. So, unsere Schwebetiere sind auch richtig platziert. Und jetzt nochmal werdet ihr euch fragen, wegen, ja, wo habt ihr denn eigentlich eure Schlafkajüte? Unsere Schlafkajüte befindet sich hier einmal nach unten. Flop. Hineingesprungen. So, das haben wir aufgeteilt in drei Räume. Hier ist einmal Javis Raum. Ein Traum, ne?
Wunderschön. Wunderschön leer. So, hier pennt Kenny. Der ist noch nicht mal online. Zwei kommen jetzt dann auch gleich. So, und das ist mein Zimmer, Leute. Das ist mein Zimmer, ne? Habe ich hier auch nochmal schön mit Strukturen gemacht. Fand ich echt ziemlich nice mit der Bodenstruktur. Ein Bett ist drin, ja. Das ist eigentlich wie bei mir zu Hause. Eine Kiste, ein Bett. Ja, Fernseher, PC, fertig. Mehr braucht ein Mann nicht zum Leben. Kühlschrank. Kühlschrank ist auch noch ganz gut, ne? Wenn der da ist. So, genau, das wäre jetzt einmal die Base gewesen. Einmal der Rundgang. Zack. Sonst was Neues? Ich glaube, nee, den Rest kennt ihr noch von der letzten Folge. Müsste zumindest. Raptoren hatten wir jetzt ein paar gezüchtet. Ja, und unser Eingang ist halt offiziell jetzt hier oben. Also dadurch, dass wir diesen Chatpack haben, können wir das eigentlich ganz easy hier bewältigen. Zack, fertig, boom. Tada, das war unsere Base und ja, jetzt würde ich mal sagen, machen wir mal weiter mit dem Geschehen. Ich weiß zwar jetzt noch nicht ganz genau, was wir vorhaben, aber das werdet ihr jetzt dann gleich wieder sehen. Und Cut!